stehe hier wieder in Kamme. Jetzt kommt das Fortsetzungsvideo. Ich stehe hier gerade wieder vorne bei der EP3. Ja, hier sieht man nochmal die EP5, die E160. Ja, da hat sich jetzt nichts getan, wundert mich auch nicht. Der Generator ist schon ausgepackt. Und da sieht man das letzte Turmteil, das steht schon bereit zum Hochziehen, aber die müssen wahrscheinlich gerade noch festschrauben. Da sind auch welche. Und hier ist die EP3, wie sie fast fertig ist. Der Ballastarm wird wahrscheinlich gleich hochgehoben. Ja, und da steht halt, also da liegt nur noch ein Flügel und dann ist die Anlage fertig. Das sieht schon sehr krass aus. Ich freue mich schon, wenn die in Betrieb ist, dass es richtig fett. Das ist richtig krass, wie das aussieht. Also nur mit zwei Flügeln, das ist richtig krass. Jetzt wird halt noch der Ballastarm gleich hochgezogen, um dann halt die Narbe richtig hinzudrehen. Dass dann halt der nächste Flügel ran kann. Und da schrauben sie halt noch fest und dann fehlt nur noch ein Turmteil und ist der Turm fertig. Und das sieht schon krass aus. 166 Meter Narbenhöhe sind das dann. Und hier fehlt halt nicht mehr viel und dann ist die Anlage fertig. Also das sieht wirklich krass aus mit dem Kran, wie der jetzt hier gerade steht. Und dann halt die Anlage mit zwei Flügeln. Das ist schon richtig krass. Ich werde auch einen Zeitraffer machen, wenn sie jetzt hier den Ballastarm hochziehen. Könnt ihr euch drauf freuen. Wenn es jetzt nicht sogar losgeht. Mal sehen, ob sie das jetzt kurz unterbrechen. Jetzt geht's weiter. Ja. Hier ist halt die zweite, genau, die zweite Anlage dann. Die zweite, die dann fertiggestellt wird, ist halt dann die zweite E160. Alle Turmteile fertig, alles fertig. Fehlt noch Generator, Generator, Narbe, Flügel sind ja da. Narbe und Maschinenhaus. Das fehlt noch, sonst ist alles da. Ja, und da ist halt auch alles da. Mal gucken, ob sie das Ding jetzt hochziehen. Ich werde mich bereitstellen, um gleich den Zeitraffer anzufangen. Das ist auf jeden Fall interessant. Ja, und die schrauben gerade noch das obere Turmteil fest. Mal sehen, ob sie gleich noch eins hochziehen, das letzte. Das wäre auf jeden Fall spannend. Aber jetzt als nächstes kommt erstmal der Ballastarm, um dann halt die Narbe zu drehen. Ich habe heute auch viel Zeit, deswegen kann ich mir das heute mal angucken. Könnt ihr euch freuen auf viele Zeitraffer. Oder wenigstens einen Zeitraffer, ja. Und das wird sehr spannend. Könnt ihr euch drauf freuen. Deswegen beende ich jetzt erstmal das Video. Und wenn ich dann einen Zeitraffer gemacht habe, der kommt dann später. Einen anderen Tag. Und da geht es jetzt halt erstmal nicht weiter, weil da die Turmteile erstmal zusammengeschraubt werden müssen und das dauert. Aber dann ist der Turm auch fast fertig und morgen kommt wahrscheinlich das Maschinenhaus dann drauf. Ja gut, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ihr könnt euch auf den Zeitraffer freuen. Und ja, jetzt geht's wirklich in Kramme voran und es dauert nicht mehr lang und dann ist ja alles fertig. Der Windpark und dann kommt schon der nächste Windpark, nämlich Windpark Havala mit 10 V162. Das beginnt schon im Juni, Juli. Okay, dann mache ich mich jetzt bereit für einen Zeitraffer. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Es ist gratis und damit unterstützt ihr mich. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.